So, das geht auch schon los. Der 8. Community-Podcast ist das jetzt. Und zwar sind wir heute live. Nikita als Ehrengast ist eventuell dabei. Es ist keine Bestätigung. Bin gespannt. Wir sind heute auf einem anderen Kanal. Auf dem Kanal von Iron Fist. Wir haben gerade zu ihm gewechselt. Sneaky wird 100% wieder dabei sein. Ich bin gespannt, wer alles da noch dabei ist. Ich freue mich drauf. Der letzte Podcast ist ja schon eine Weile her. Der ist jetzt, soweit ich weiß, wo Nikita jetzt konkret eingeladen war. Der letzte war bei Veritas. Da ging es um KI, Scav-KI, Bot-Movement und solche Geschichten. Aber so einen allgemeinen Podcast, allgemein über Tarkov, den hatten wir jetzt schon eine Weile nicht mehr. Seit dem Tarkov TV, meine ich. Und der ist ja Suits of 12 gewesen im Dezember 2021. Das ist schon echt eine Weile her. Von daher bin ich mal sehr, sehr gespannt, was wir jetzt hören. Ich würde sagen, auf geht's, in die nächste Runde. Wer hat schon mal, wer will nicht mehr? Was? GG's. Auf geht's, Leute. Wir gehen live. Ich logge mich jetzt aus an dieser Stelle. Test, Mike, one, check. Greg, check. Toi. Bis gleich, ne? Meld mich schon mal ab. Megashoot, moin Megashoot, grüße dich. Bin neu hier. Apex, moin Apex. Ach, siehst du, danke dir. Ich muss die Alerts ausmachen. Oh, Apex, danke dir für den Alert. Ich hätte sonst verpeilt. Danke dir. Holy shit. Welcome everybody to the 8th Tarkov Community Podcast. Willkommen zusammen zum 8. Community Podcast. Herzlich I'm one of the UK willkommen. I stream on Twitch. Und links Friday, haben wir den englischen Star Study Cast today. Emissary. Right, that's my right. Auf meiner rechten Seite haben wir die liebe Sigma. Sigma, wie geht's dir? How's it going? Happy to be here. Glad to have you. Ich freue mich hier zu sein. Up in my top left, we got Dan Exert. Oben links, Dan Exert. Wie geht's dir? Good to be here. Hope everyone's having a fantastic schön week. Hier zu sein. Ich hoffe, ihr hattet eine großartige Woche. Right, my Doppelganger, local maple syrup and hockey und expert. Oben rechts, unser Experte und Doppelgänger. How's it going, geeks? Geeks. Hey, how you doing? I'm good. Ah, mir geht's gut. Vielen Dank. Needs no introduction. We have CEO of Battlestate Games. Und in der Mitte der CEO from Tarkov, the final boss von Battlestate Games. Der Boss. Wie geht's dir, Nikita? I hope I will never be the final boss. Ich hoffe, ich werde niemals der letzte Boss sein. I don't want the idea to be killed in my game, you know? Ich finde die Idee auch nicht schön, für mein Spiel 100% verantwortlich gemacht zu werden, für alle Ewigkeiten. Ich habe die Idee, sozusagen ein Teil des Teams zu sein und gemeinsam an die Zukunft zu denken und voranzugehen. Und die Idee ist sozusagen, etwas gemeinsam aufzubauen und voranzukommen und alles gemeinsam zu schaffen. Wir machen momentan Spiele und wir treffen gemeinsam Entscheidungen, was in Zukunft kommen wird und was wir gemeinsam machen. Einige der Spieler denken, dass wir halt wirklich komplett streng und hierarchisch sind und sowas. Und das wird in dieser Welt auf jeden Fall nicht passieren. Ich glaube, dass Nikita irgendwann mal auf jeden Fall sich Boss nennen wird. Naja, erzählt nicht solche Geschichten über mich. Erzählt nicht solche Geschichten. Ich bin einer wie alle anderen. NPC oder one of the main traders or Fence takes his hood down. It's actually Nikita. I didn't thought about it because it could be seen. Like, was hältst du davon, so ein sneaky preview, dass zum Beispiel Fans seine Kappe runternehmen, plötzlich ist er Nikita, also Teil im Spiel ist als Boss. Also wir haben schon mal darüber nachgedacht, ob es Sinn macht, irgendjemanden in-game darzustellen. Also, dass man plötzlich Figuren hat, die sozusagen im Spiel plötzlich stattfinden, aus dem Real Life. Aber wir wollen das nicht. Es wird nicht passieren. Es wird keiner von uns kommen. Keep your ego in check, I guess.
For those of you who haven't already, Nikita's Instagram is a must follow. Also für alle, die Nikitas Instagram noch nicht haben, an dieser Stelle wird das einmal rausgehauen. More recently on Twitter, so welcome to Tarkov. Neulich ist auch auf Twitter dazu gekommen, also jetzt ganz frisch auf Twitter. Folgt ihm da auch. Actually, it was surprisingly good, because the community over there, I think. Ja, ich muss sagen, auf Twitter speziell geht es mir sehr, sehr gut. Also die Leute auf Twitter sind sehr freundlich, absolut unerwartet. Ich bin jetzt seit Jahren nicht auf Twitter gewesen und man hört halt nur, dass Twitter ein Ort ist, der sehr schwer zu kontrollieren ist, auf dem viel gelästert wird und schlecht geredet wird. Viele Hassreden verbreiten sich auf Twitter. Aber tatsächlich ist es so, dass ich, als ich vor zwei Wochen auf Twitter gekommen bin, super nice war. Es war super nett, Leute waren freundlich, haben mich gut aufgenommen. Der Kanal, also der Account läuft auch gut. Das läuft richtig gut und ich überlege momentan, was ich alles auf Twitter veröffentlichen kann, was ich machen kann, um Informationen rauszugeben. Weil ich habe das Gefühl, dass Twitter einer dieser Orte ist, wo man wirklich spontan seine Sachen raushauen kann, seine Ideen raushauen kann, Bilder spontan raushauen kann, ohne richtig groß drüber nachzudenken. Es hat nicht so den großen Impact, aber interessiert gleichzeitig sehr, sehr viele Leute. Von meiner Seite aus, ich finde Twitter wirklich super, um meine Gedanken zu teilen mit den Leuten. Having you on Twitter though, I can speak for the entire community. Everybody says that they're so happy you're on Twitter. Also von unserer Seite aus müssen wir sagen, wir sind sehr, sehr froh, dass du da bist. Willkommen auf Twitter, es ist toll, dass du da bist. Wirklich gut. Eine Bereicherung auf Twitter. I have an Instagram and it's usually pictures over there and I want to have it. Also ich habe ja ein Instagram, sagt Nikita, und auf Instagram mache ich halt wirklich nur, haue ich nur Bilder raus. Bilder über mich, mit den ganzen Waffen. Es ist auch auf sehr hoher Qualität, also ich kümmere mich darum, dass die Bilder sehr, sehr qualitativ sehr, sehr hoch sind. Es macht mir sehr Spaß. Es ist aber, ich kümmere mich schon sehr drum. Also ich nehme mir viel Zeit, es ist sehr aufwendig, diese Bilder hochqualitativ zu schießen, zu bearbeiten und auf Instagram hochzuladen. Auf Twitter ist es halt nicht so. Auf Twitter haue ich einen Post raus, mir kommt irgendein Gedanke und da wird auf Twitter rausgehauen. Das ist ein ganz, ganz anderer Umgang mit den sozialen Medien. Sehr, sehr unterschiedlich. Ja, mein Gedanke dabei war einfach, dass ich jetzt 2022, Anfang des Jahres, mit Twitter anfange. Das ist einfach mein Start ist und ich wollte es mal ausprobieren. Das war jetzt nichts Großes dahinter. Das ist jetzt nicht irgendwas, was jetzt euch noch auf euch zukommen wird. Das ist einfach sozusagen eine Idee, die ich testen wollte und jetzt bin ich da. Ja, wir finden das gut, dass du da bist. Es ist auch eine sehr, sehr direkte Verbindung zu der Community. Ich meine, die Leute, die Spieler, jeder kann direkt antworten. Sie können ihre Gedanken teilen, wiederum mit euch. Sie haben auch das Gefühl, dass sie eine direkte Verbindung zu Battlestate Games und zu dem Chef von Battlestate Games selber haben. Das ist sicher eine tolle Sache. Ja, es ist auch so, ich teile wirklich alles, was ich denke, alles, was ich fühle, alles, was ich erlebe. Ich denke, aus persönlichen Gründen ist es so, dass ich ich denke für mich, dass meine persönlichen Angelegenheiten, was ich so privat mache und so, wie ich lebe, dass das jetzt vielleicht gar nicht mal so interessant ist für die Community ist. Also vielleicht mache ich auch mehr irgendwann Richtung private Schiene, aber momentan soll das wirklich eher so in die kreative Schiene gehen, dass man Ideen teilt und so weiter. Momentan ist es so, dass was privat ist, wird nicht geteilt. Ich bin auch generell nicht so die öffentliche Person und ich möchte eigentlich auch keine öffentliche Person werden. Also ich versuche wirklich, mich einzuschränken, zu kontrollieren, mit wem ich was wie mache und die sozialen Kontakte sozusagen auf wichtige und wertvolle Dinge zu konzentrieren. Was wir machen hier mit Podcast, Community Podcast, mein Tarkov Podcast und so weiter, sind sozusagen auch limitiert auf die Zuschauer, die Tarkov spielen. Also es ist sozusagen ein Kreis, wir reden über ein Thema und wir gehen nicht zu sehr ins Private. Ich möchte das nicht. Man muss irgendwo eine Trennlinie finden zwischen dem Ganzen. Ich möchte das Ganze aber trotzdem persönlich halten, aber ja, ich werde jetzt nicht zum Beispiel jeden Followern, den ich sehe, und ich werde nicht versuchen, meinen Account zu vergrößern und mit jedem Kontakt zu haben. It's always better to have some, like, really
Also meine Twitter-Ideen sind jetzt sozusagen, ich versuche Qualität statt Quantität zu halten. Leute, ich folge einigen Leuten, aber wirklich einigen wenigen Leuten, dass es nicht zu extrem wird, sodass ich sozusagen das, was ich mache auf Twitter, qualitativ hochhalten kann. Von dem, was ich sage, aber auch von dem, was die Leute mir sagen, die mir folgen und Zugang haben. Es ist ja gar nicht so einfach, das Ganze auch zu halten und zu managen. Und es ist auch nicht, es ist nicht einfach, ich selber zu sein. Und daher. You have spoken quite a lot about how Tarkov has become bigger than, you know, you ever. Ja, du hast ja jetzt ein paar Mal drüber geredet, wie groß Tarkov geworden ist in der letzten Zeit. Du bist immer noch dabei, oder ihr seid immer noch dabei, euch anzupassen an diese neuen Dimensionen, diese Spielerschaften. Es fing alles mit einem Hardcore-Spiel an und neue Spieler, die dazukommen, die kennen gar nicht das Grundprinzip, wie das Ganze angefangen hat. Ja, es ist wirklich eine sehr, sehr krasse Erfahrung. Und ich wollte diese Erfahrung auch haben. Ich habe nicht vorhergesehen, dass das Spiel, dass alles so schnell so groß wird, mit so einer Geschwindigkeit und so einem Druck, und dass das Ganze auch so wichtig geworden ist und dass wir sozusagen jedes Jahr wieder aufs neue Meilensteine erreichen und überbieten. Das ist schon krass, aber es ist okay. Ich freue mich generell darüber. So, wir möchten an dieser Stelle noch mal kurz erwähnen, es gibt momentan Live-Übersetzungen in verschiedene Sprachen, nach Italien, Spanien, Deutschland. Also kommen wir nochmal zurück zum Spiel. Also wir haben ja jetzt 12-12 bekommen, sind einige Features dazu gekommen. Also nicht nur die neue Map, Lighthouse, sondern zum Beispiel Voice-over-IP, die Überarbeitung der Ballistics, die Waffenfehlfunktionen, die überarbeitet wurden. Eine große Sache ist, du hast darüber gesprochen, das Early Game, also den Anfang des Spiels zu verlängern. Den Early Game zu verlängern. Wie glaubst du, oder wo stehen wir momentan? Nach 60 Tagen ungefähr, die wir jetzt schon den Patch spielen, wie ist es glaubst du, so ergangen jetzt mit der Verlängerung des Early Games? War das jetzt gut oder eher nicht so, wie du es vorgestellt hast? Also meiner Meinung nach ist es wesentlich besser, sagt Nikita. Also es ist, die Dinge, die wir umgesetzt haben, haben das bewirkt, was wir uns vorgestellt haben. Wir haben viele, durch diese Entwicklung haben wir viele Ideen bekommen, wie wir das Early Game sozusagen noch verlängern und wie wir alles ein bisschen in die Länge ziehen können, damit Leute länger im Anfangsspiel bleiben. Also zusammengefasst, es ist auf jeden Fall eine gute Entwicklung. Ich habe wirklich viel drüber nachgedacht, weil dieses Spiel ist ja schon wirklich seit langer Zeit erdacht und entwickelt worden. Und es beinhaltet immer wieder oder bekommt immer wieder neue Features, die das Spiel erweitern. Die Leute bekommen immer mehr Aufgaben, immer mehr Dinge zu tun. Manche Sachen werden auch erleichtert, also manche Sachen werden sozusagen simplifiziert. Aber trotzdem müssen wir in Bezug auf sämtliche Dinge, im Grunde genommen wird alles immer komplexer und immer komplizierter und entwickelt sich immer weiter. Es ist so, dass wir mit 12-12 es geschafft haben, sozusagen einen Punkt zu erreichen, wo wir alles resetten konnten, also neu anzufangen und sozusagen einen kleinen Neustart zu beginnen. Das war schon überfällig. Das wollten wir schon vor langer Zeit machen. Und das war auch sehr, 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 sehr wichtig. Ich glaube, das war sehr wichtig, dass wir es endlich in 12-12 geschafft haben. Und die Ideen, die wir haben und die jetzt kommen, werden das ganze System besser und stärker machen. Wir hoffen halt, dass die Spieler auch motivierter werden, länger zu spielen. Dass die Motivation größer wird durch die neuen Dinge, die wir einführen. Also wir versuchen, also einer unserer Hauptpunkte momentan ist es, dem Spieler längerfristiger zu motivieren, das Spiel zu spielen. Und irgendwann, dass die Leute so viel Spaß haben, langfristig, dass sie nicht mal mehr Vibes benötigen, um immer wieder diese Freude zu haben, in das Spiel einzusteigen. Da sind wir noch nicht. Aber das ist unser Ziel und ich glaube, wir verstehen immer mehr und mehr, was getan werden muss, in welche Richtung man gehen muss, um weiter in diese Richtung zu gehen.
pipe then. That's something. Ja, das ist ein interessantes Thema und vor allem, wenn du jetzt erwähnst, irgendwann wird es keine Vibes mehr geben. Das macht viele Leute nervös, darüber nachzudenken oder zu hören, es gibt keine Vibes mehr. Ist schon Wahnsinn. Wir haben ja gehört, dass möglicherweise zwei oder es wird zwei Modi geben. Einmal ein PMC, der nicht wiped und einmal ein PMC, der wiped. Wird das so kommen, dass es zwei verschiedene PMCs gibt? Das sind Dinge, die immer noch in der Entwicklung sind. Also das sind Dinge, die noch komplett überdacht werden müssen. Also es ist so, es dreht sich bei dieser Sache nicht nur um das Konzept eines Vibes. Also viele von euch lieben ja das Konzept, dass gewiped wird, dieses Gefühl wieder von vorne anzufangen, alles wieder von vorne zu machen, dass alle wieder auf Null sind. Das ist eine gute Sache und viele lieben das und genießen das. Deswegen ist es für uns ganz klar, dass wir einen Game-Mode machen, der weiterhin diese Vibes beinhaltet, der vibebar sein wird und auch vipen wird. Es wird sozusagen dann nicht mehr ein Vibe werden, sondern eine Season, wo man immer wieder in Sessions spielen kann. Aber auf der anderen Seite gibt es auch den Hauptaccount. Und das ist wirklich dann der Hauptaccount. Und dieser Hauptaccount ist ohne Vibes. Ich kann euch noch nicht genau sagen, wie das Ganze aussehen wird, weil noch viel in Entwicklung ist. Aber es ist ganz klar, es ist geplant. Und wie es genau wird, ich denke, dass sozusagen dieser Endlos-Modus gar nicht mal so schwer zu entwickeln ist. Das ist gar nicht so weit weg von uns. Das Ziel ist eher, dass wir versuchen müssen oder es schaffen müssen, den Spieler zu motivieren, langfristig zu spielen, auch ohne, dass ein Vibe kommt. Ja, das ist so. Die Vibes momentan sind ja das, was die Spieler immer wieder am Leben hält und sie motiviert, wieder reinzukommen. Wird sehr, sehr spannend. Also, wenn wir Version 1 bekommen, werden wir nochmal gewiped werden und dann... Und nach Full Release wird es dann sozusagen kein Vibe mehr geben. Ist das so richtig? Ja, also die letzte Version, die finale letzte Version wird keine Vibes beinhalten. Das ist so, ab Version 1 wird es in der Hauptversion, in der Main-Modus keine Vibes geben. Es wird aber gleichzeitig diesen Modus geben, der vibebar sein wird. Also Leute können immer wieder neue Profile erstellen, neue Accounts erstellen, um in den Seasons zu spielen. Es ist so, dass aber auf jeden Fall der Hauptaccount, also wirklich ein eigens gespielter PMC in diesem Hauptaccount, nicht gewiped wird. Nicht gewiped werden kann sogar. Wir reden nur kurz über Lighthouse. Das nächste, was jetzt ja nach Lighthouse kommen wird, das war jetzt nochmal eine große Map. Das nächste ist jetzt Escape from Tarkov. Streets of Tarkov. Die Leute überlegen jetzt, wo sie Lighthouse gesehen haben, wie Streets denn jetzt im Detail werden könnte und die Verbindung auch zu diesen Maps. Versuchen, ein Bild zu bekommen, wie die ganze Kombination aussehen wird und wie das Ganze sich weiterentwickeln wird. Dazu kommt ja dann der unendliche Game-Modus und so weiter. Wird es so sein, dass man dann sozusagen von einer Map direkt auf die andere gehen kann? Wird es lange Wege geben von Map zu Map? Ist man direkt verknüpft? Wie ist das? Ja, also wir reden ja sozusagen über diesen Roaming-Modus, sagt Nikita. Und dieser Roaming-Modus wird nicht das gegenwärtige System ablösen. Es wird nach wie vor die Exits geben und die Entrances so. Also diese Sachen wird es permanent im Spiel geben, für immer. Ja, wir planen natürlich noch dieses große Open-World-Ding. Und das ist momentan eine Frage der Möglichkeiten, die wir haben. Der Fokus momentan bei uns liegt ganz klar auf Streets of Tarkov. Und wir müssen dabei viele technische Dinge zu lösen und versuchen, die Sachen in den Griff zu kriegen. Wir haben das Problem, dass wirklich viele, viele, viele Spieler in Streets unterwegs sein werden. Und es werden viele Scavs unterwegs sein. Es werden außerdem viele Bosse unterwegs sein. Und es werden auch viele Sektionen von Streets freigegeben werden, die dann auch alle miteinander verknüpft sein werden, wo jeder überall roamen kann, also die Bosse, Scavs und die PMCs. Wir werden im Laufe der Zeit erst sehen, wie das sein wird. All the rogues, you know, the number of rogues and the amount of them in one area
Also bei auf Lighthouse sehen wir jetzt durch die Rogues, dass auf einem Bereich sozusagen verstärkt Spieler, also Scavs sein können und Rogues sein können und so. Ist das so ein Vorblick sozusagen, was in Streets kommen wird? Dass einige Bereiche dann stärker bewacht werden oder spezielle Dinge dort passieren können? Ja, also wir haben ja Lighthouse schon ein paar Mal angepasst. Gerade nach dem Release haben wir sozusagen viel angepasst, was die ganze Technik angeht und die Scavs angeht, sodass wir bereits die Performance auf Lighthouse stark erhöht haben. Er hat gerade 50% sogar gesagt. Auf jeden Fall, ein Teil wurde sogar um 50% performance-technisch erhöht. Also wir sind noch in der Performance-Optimierung. Gerade auch was die AI angeht, also die KI der Rogues. Wir versuchen, da noch einen besseren Weg zu finden, weil es ist momentan so, dass die Rogue-KI noch sehr CPU-hungrig ist. Also auch da muss optimiert werden, dass die CPU-Auslastung für diese KI-Plattform nicht so hoch ist. Und wir versuchen auch generell, die KI-Auslastung und die Belastung der CPU, der KI allgemein, zu reduzieren und zu verbessern. Also, auch wenn einige Leute vielleicht was anderes denken, das ist momentan eine wichtige Sache. Diese KI-Plattform basiert immer noch auf der Unity-Engine, die wir aktuell benutzen, die aktuelle Version. Wir denken jetzt bereits schon an die nächste Unity-Version, also das wäre dann die nächste Version 2020. Und auch das, wenn 2020 kommen wird, wird uns das nochmal ganz großen Schritt nach vorne bringen. Gerade was die Performance angeht. Und lul, wir haben Werbung. Verdammt. Okay, kann man nichts machen. Gönnen wir Iron Fist die Werbung. Moin Flavio, grüße. Hideout-App wäre schön. Ja, ist ja geplant, ne? Also eine Hideout-App wird auf jeden Fall kommen. Die war ja letztes Jahr schon gut im Gespräch. Und Bernie, moin Bernie. Und Hakan, grüße euch. Wunderschönsten guten. Also die App wird kommen, aber die Entwickler haben gesagt, sie sind noch nicht ganz zufrieden mit dem Status der App, ne? Danke, Fleiß. Not so efficient as we thought, because first the half of the month it was the holidays for us. The second half of the January, like third of the company. Also er redet gerade darüber, dass wir momentan nicht so effektiv sind, wie wir es dachten, was die Arbeit der Firma selbst angeht. Also momentan ist es so, dass wir die Urlaubszeit hatten Anfang Januar, Weihnachten hatten wir, dann viele Krankheitsfälle, jetzt ist eine Corona-Welle auf uns zugekommen. Also wir haben tatsächlich momentan große Probleme, was unsere Mitarbeiter angeht. Das muss man an dieser Stelle auf jeden Fall erwähnen. Ja, also Sigma meint, wir haben ja die letzten 4 Jahre wirklich viele Dinge erlebt, die sozusagen zu weiteren Problemen geführt haben, die wiederum mehr Arbeit benötigt haben, noch mehr. Man muss noch mehr Zeit und Arbeit investieren, um das immer komplexer werdende Spiel weiter zu verbessern, wieder in Ordnung zu bringen. Wie steht ihr da? Ja, also momentan ist es wirklich so, wir versuchen, die Probleme, die neu aufkamen, zu verstehen. Ein Beispiel ist zum Beispiel Steam Audio. Es ist ein Glitch, den wir momentan haben mit Steam Audio. Und wir hatten dieses Problem sozusagen durch den Versionswechsel bekommen auf Unity Engine 2019. Und wir verstehen nicht, warum das so ist. Es ist nicht nachvollziehbar. Ich kann mich daran erinnern, wir haben gestern einen Patch hochgeladen. Wir haben Steam Audio getestet für die neue Version, also die neue Steam Audio Version getestet. Wir haben es hochgeladen und es ist gecrashed. Es hat nicht funktioniert. Wir wissen momentan nicht, woran das liegt. Wir können momentan auch nichts daran machen, leider. Das ist ein ziemliches Problem. Das macht uns kaputt, weil wir versuchen zu verstehen momentan, was genau das Problem ist mit einem Programm, was halt nicht von uns ist, sondern von einer dritten Partei. Und da sozusagen zu verstehen, wie funktioniert das Ganze und diese Analyse zu machen, das ist, stellt uns auch vor gewissen Herausforderungen. Aber wir sind dran, wir haben unsere Mitarbeiteranzahl erhöht, wir haben viele Spezialisten dazu bekommen, die sich speziell jetzt auch um solche kümmern können, also Experten,
sind auf solchen Gebieten. Unser Management ist verbessert worden, erhöht worden, das Personal, das heißt Leute, die sozusagen Team-Leader sind und die Teams koordinieren können, aber auch die Kooperation der Teams, ist alles viel, viel besser und komplexer geworden. Es ist im Grunde genommen etwas, was wir versuchen, systematisch anzugehen, seit den letzten 2-3 Jahren, um unsere Strukturen in der Firma auch soweit zu verbessern, dass alles besser läuft. Es ist nicht einfach. Allein schon die Dinge, die in der Firma wieder behoben werden müssen. Ein großes Problem kann halt immer sein, wenn eine Firma zu schnell wächst, was bei uns halt auf jeden Fall das Risiko war, dass dann Probleme auftauchen, die absolut katastrophal sind und unnötig sind. Wenn wir zu krasse Veränderungen machen, was die Produktion angeht oder in dem Management selbst, wenn das zu schnell vorangeht, dann kriegen wir sozusagen nicht schnell genug das Feedback rein, wie diese Veränderung ist. Die Entwicklung geht so schnell weiter, dass wir diese Entwicklung nicht mehr aufhalten können und dass es vielleicht in eine komplett falsche Richtung geht, sodass Dinge plötzlich sehr, sehr schnell aus dem Ruder laufen und nicht gut laufen, plötzlich Bullshit produzieren sozusagen, den wir gar nicht machen möchten. Also es kann sein, dass sozusagen eine Erhöhung der Geschwindigkeit unserer Produktionskapazitäten, unserer Firma und der Leistungen der einzelnen Mitarbeiter dazu führt, dass wir am Ende schlechter dastehen, weil es einfach zu schlecht geht, ne? Ja, also ihr versucht weiterhin zu fixen, das ist auf jeden Fall das Wichtigste. Ja, es ist hart. Also wir versuchen sozusagen auf einen fahrenden Zug aufzufahren. Der Zug fährt und fährt und fährt und fährt und wir versuchen darauf aufzusteigen und beim Aufsteigen auf diesen fahrenden Zug versuchen wir diesen Zug zu reparieren, während er mit Hochgeschwindigkeit durch die Gegend fährt, und das ist nicht leicht. Das ist alles andere als leicht. Ja, du hast ja letztens getweetet, es gibt einen Poll auf Twitter, was sind die größten Probleme für die Community? Und die meisten Leute haben geantwortet, das ist erstmal Audio, Audio, Audio. Also die meisten haben gesagt Audio. Ich meine, wir wissen ja momentan, dass wir Probleme haben mit dem vertikalen Sound. Manche haben Probleme mit Entfernungsdetektion, Sound über Entfernungen. Ich weiß, ihr seid kontinuierlich an diesen Problemen am Arbeiten. Aber ich würde gerne mal wissen, was ist konkret so, wie ist euer Status mit dem Audio? Wie schaut es da aus? Also wir haben momentan, also es ist so, wir haben einige... Also ich will nichts Falsches, ich weiß, dass ihr die ganze Zeit daran arbeitet und harte Arbeit verrichtet an dem Ganzen, ne? Ich will da nichts stressen, ne? Ich will nur klarstellen. Nein, also pass auf, die erste Sache ist, erstmal danke für die Shorts. Ja, und wir arbeiten auch sehr, sehr viel. Und ich habe ja auch gerade gesagt, dass wir am Steam Audio zum Beispiel arbeiten und versuchen zu verstehen, was an dieser Third-Party-Software ist. Also, wir haben uns dafür zum Beispiel auch andere Spiele angeguckt, geguckt, wie funktioniert das Ganze insgesamt. Das Problem ist, Steam Audio ist nicht unser Plugin, ist nicht unser Produkt. Also müssen wir erstmal verstehen, was sind die Bugs von Steam Audio selbst. Zum Beispiel, welche Probleme hat Steam Audio mit Wireless Headsets? Also wir konnten sowas zum Beispiel nicht vorhersehen. Das sind Bugs, die nicht auf unserem Mist, die wir vorher nicht hatten, die durch sowas kommen. Und der Moment, wo wir sozusagen gesehen haben, dass diese Probleme immer mehr werden und ins Spiel implementiert sind, der hat dazu geführt, dass wir sozusagen an einem Punkt waren, wo wir wirklich uns noch mehr darauf konzentrieren mussten, das erstmal wieder hinzukriegen. Deswegen wurden extra Ingenieure eingestellt, die sich wirklich nur um das Audio kümmern. Und die haben nichts anderes zu tun, als den ganzen Tag diese Probleme zu beheben, die Audioprozesse zu verstehen und das ganze System und die Zusammenarbeit der einzelnen Komponenten zu verstehen. Man muss momentan versuchen, diese Probleme zu reproduzieren. Erst dann hat man sie komplett verstanden. Und dann muss man versuchen, die Probleme in den Griff zu kriegen. Das ist, Fehlermeldungen sind immer gerne gesehen, definitiv. Ja, also es ist leider so, dass wir mit diesem Sound immer mehr Probleme bekommen haben, immer mehr Probleme. Es ist so, dass wir überlegt haben zwischendurch, oder wir haben ja sogar zwischendurch mal den binauralen Sound deaktiviert. Und ja, es war dann besser.
Also irgendwann waren wir am Punkt, wo wir nicht mehr weiterkamen und sogar deaktivieren mussten. Ja, also ich kann nur sagen, von meiner Seite aus, Bug-Reports einzusenden, also Fehlermeldungen einzusenden, das ist das Allerwichtigste. Es ist am Ende des Tages Aufgabe des Benutzers, des Beta-Testers, des Spielers, binauralen Sound anzumachen und Fehler, die ihr bemerkt, einzusenden. Das ist das Ding. Am Ende des Tages sind wir Beta-Tester für ein Beta-Spiel. Und deswegen sind diese Bug-Reports so wichtig. Also, ein Audio, fasse ich nochmal zusammen, ist einfach eine der wichtigsten Dinge und eine unserer größten Probleme, die wir momentan haben. Ein weiteres Problem sind vielleicht globale Limits. Und zwar rede ich da über den Flea Market. Also, wir haben ja so Meldungen schon öfters gehört von der Community und also es ist auch hier nicht verstehen, jeder mag das Spiel, er liebt auch das Prinzip und so weiter. Das Problem ist, dass die globalen Limits momentan vielleicht nicht ganz da sind, wo sich Leute vorstellen, dass es sein sollte. Also es geht dabei um Munition, um Rüstungen und so weiter. Wie ist das denn? Dieses globale System, ist das etwas, was so intended ist, also so bleiben soll, wie es momentan ist? Oder habt ihr vor, in Zukunft globale Limits zu verändern in persönliche Limits? Also, globale Limits sind nicht dafür da, euch weh zu tun, euch zu schaden. Sie sind dafür da, um ein realistisches Abbild zu zeigen der einzelnen Trader, der einzelnen Händler. Also Händler haben nun mal nur ein bestimmtes Volumen an Produkten. Und die Spieler sozusagen sind ja irgendwo dafür verantwortlich, dass mal das eine Produkt oder das andere Produkt ausverkauft ist. Und diese Dynamik und so weiter von den Händlern und den Spielern, das ist natürlich beabsichtigt, dass das sozusagen dynamisch bleibt und von den Spielern und den Händlern sozusagen automatisiert läuft. Uns ist wichtig, dass Shortages kommen, also dass Knappheiten da sind. Das ist wichtig und das soll auch so bleiben, ja. Denn durch diese Knappheiten ist es halt so, dass gewisse Dinge auch wertvoll werden. Also ein Beispiel, wenn jeder alles kaufen kann, ist was anderes, wie wenn ein Item nur von den Zahlen her begrenzt ist. Eine Kiste, die es nur 50 Mal gibt, weltweit, die hat natürlich einen ganz, ganz anderen Wert, wie ein Item, was unendlich verfügbar ist. Und entsprechend weiß man solche Dinge auch oft mehr zu schätzen. Und was auch gut ist, man durch diese beschränkte Verfügbarkeit denkt man an andere Möglichkeiten, dieses Problem zu umgehen. Also man versucht zum Beispiel, wenn man diesen einen Munitionstyp nicht spielen kann, vielleicht eine andere Waffe mal zu spielen mit anderer Munition. Also sozusagen Ideen zu bekommen, um das Ganze zu umgehen. Wir haben überlegt, die Caps zu verändern. Also zum Beispiel, Okay, also es ist so, selbst wenn weniger Spieler im Spiel wären und man dann vielleicht mehr Möglichkeit hätten, das eine oder andere zu bekommen, soll es trotzdem so sein, dass gewisse Dinge nicht verfügbar sein werden. Also ich weiß, jemand, der wenig Zeit hat im Real Life und das Spiel kauft und loslegen möchte, der wird es hier und da schwerer haben, ist gar keine Frage. Aber die Idee ist einfach, dass es so bleiben soll. Also die falsche Einstellung ist einfach, dass wenn man wenig Zeit hat und sich dieses Spiel als Gift vom Tarkov kauft und jeden Abend 2 Stunden Zeit hat, um das Spiel zu spielen, dann darf man nicht den Gedanken haben, ich will jetzt dieses Spiel spielen und ich möchte Zugriff haben auf alles, was dieses Spiel mir ermöglicht, auf jede Waffe, jede Munition. Das ist einfach falsch. Das ist nicht das Prinzip, was wir hier anbieten. Und jemand, der so einen Gedankengang hat, der ist einfach falsch. Diese globalen Limits müssen deswegen im Spiel bleiben, um die Wertigkeit von einzelnen Items hochzusetzen. Also ein Beispiel. Ich habe ein bestimmtes Item im Spiel und ich möchte zum Beispiel lass es ein Item sein, was wirklich, wirklich selten ist
und super selten ist, ja. Und du gehst zum Händler und willst das kaufen. Du kannst das nicht kaufen, weil es immer ausverkauft ist. Aber das Coole ist, dass du das Item zumindest siehst. Also du weißt, dass es existiert und du weißt, dass es da ist, auch wenn du so nicht rankommst. Und das erzeugt sozusagen so eine Art von Rarity, von einem Gefühl der Wertigkeit für dieses Item, und es weckt auch Emotionen. Und ganz ehrlich, am Ende des Tages sind es die Emotionen, die dazu führen, dass wir dieses Spiel spielen und dass wir so angetrieben sind. Also, für die meisten Items haben wir die globalen Limits, mal abgesehen davon, geändert, natürlich. Es gibt natürlich auch Probleme mit dieser tollen Idee der globalen Limits. Und manchmal müssen wir auch Items mehr freigeben. Es muss Items geben, die immer verfügbar sind, zu 100%. Aber man darf halt nicht vergessen, dass in Zukunft diese Knappheit an Ressourcen automatisiert sein wird. Das heißt, wir haben das in Zukunft gar nicht mehr unter Kontrolle. Die Ökonomie in Zukunft wird komplett dynamisch sein. Und wir werden keinen Einfluss mehr darauf haben. Ja, das heißt, diese Knappheiten, egal ob es jetzt um Essen geht, Food, Essensknappheit, medizinische Items, die knapp sind, also was auch immer, werden sozusagen auf natürliche Art und Weise verfügbar sein oder eben nicht verfügbar sein. Die Ökonomie in dem Spiel wird ein eigenes System bekommen, einen eigenen Fluss bekommen, und die Ökonomie wird einen eigenen Kreislauf sozusagen bekommen und unabhängig von allem Außenstehenden arbeiten. Das wird am Ende dazu führen, dass die Leute mehr Lust haben, das Spiel zu spielen, langfristig gesehen, weil sie emotionaler gebunden sind, weil es Emotionen weckt. Und Emotionen leiten das Spiel. Ja, also zum Beispiel, wenn ein Item nicht erreichbar ist über den Händler, keine Chance, und der Spieler findet ein Item im Raid, Fountain Raid, dann ist das natürlich eine riesen Sache, so ein seltenes Item zu finden. Das ist natürlich eine ganz andere Wertigkeit, als wenn man sich alles einfach kaufen könnte. Ganz genau, sehe ich genauso, sagt Nikita. Wir haben vor einiger Zeit mal was versucht mit persönlichen Limits, so ist es nicht. Wir haben handschriftlich uns überlegt, wie wir Limits einbauen für Spieler persönlich und so weiter. Und wir haben gesehen, dass das überhaupt keinen Sinn macht, weil dadurch jeder alles holen kann. Das Ding ist, dass diese Limits momentan dazu führen, dass man sich überlegen muss, was anderes zu machen. Ein anderes Item zu kaufen und eine andere Waffe zu spielen. Und sich zu anzupassen. Und das ist einfach bei persönlichen Limits nicht mehr so gegeben. Okay. Also eine der momentanen Punkte im Spiel wurde mal diskutiert von Sigma. Sigma, willst du das gerade ansprechen vielleicht? Ja. Also. Also ich habe ein paar Streams geschaut in letzter Zeit. Und die Leute? Und die Leute haben sich einfach gefragt, wie man wieder sozusagen zurückkommt in ein normales Scav-Karma-Verhältnis, wenn man einmal so tief gesunken ist, dass man nicht mehr rauskommt. Also wenn man richtig, richtig tief ist, ich habe zum Beispiel den Walker-Streamer gesehen, der wirklich tief gesunken ist und so weiter. Es ist teilweise sehr übel und Leute fragen sich, ob sie jemals wieder nach oben kommen. Habt ihr da irgendwas geplant? Ja, das ist eine Lebenserfahrung, Sigma, die jeder Mensch auch im Real Life haben muss. Manchmal ist es einfach so, dass man sagen muss, das Leben ist scheiße. Das Leben ist scheiße. Manchmal ist das einfach so. Manchmal haben wir Probleme, die einfach nicht mehr behebbar sind. Ja, es ist einfach natürlich. Also, zum Beispiel, wenn du mehr spielst, also mehr Zeit investierst, könnte es passieren zum Beispiel, dass du irgendwelche Krankheiten bekommst, die du nicht mehr heilen kannst, am Ende des Vibes zum Beispiel. Also am Ende des Vibes ist es dann so, es interessiert da keinen mehr, alle können dann damit spielen und es interessiert keinen mehr. Und ich frage mich halt,
solche grundlegenden Dinge, die sozusagen ganz großen Einfluss auf Spieler haben, warum sollen wir sowas verändern? Das hat halt großen Einfluss und es entspricht irgendwo auch den Tatsachen in der echten Welt. Also, ich weiß nicht. Es ist ja nicht etwas, was das Spiel komplett zerstört. Skefkarma. Aber es ist natürlich für den Spieler, der diese Erfahrung gemacht hat, eine sozusagen etwas Einzigartiges. Wenn man das so sieht, ist es vielleicht sogar nicht mal was Negatives. Es ist vielleicht sogar was Gutes, weil diese Person wirklich was Besonderes hat mit diesem negativen Skefkarma. Also ich habe Leute gesehen, jetzt mit minus 60er Reputation. Ja, schrecklich, schrecklich. Die haben dann sozusagen versucht, über das letzte Skefkarma-Event, pro Skefkarma-Event konnte man einen Skefkarma-Punkt kriegen, mit hätten dann 60 Quests machen müssen. Also ich frage mich halt, warum hat man überhaupt so viele Nikoläuse getötet, Weihnachtsmänner? Dass man überhaupt da hinkommt. Jetzt hat man halt sozusagen die Strafe davon und man muss darunter leiden. Also jede Aktion hat sozusagen eine Folge. Und die Idee ist, warum soll man diese Folgen zurücknehmen? Man muss versuchen, das positiv zu sehen in dem Sinne. Ja, also ich glaube, das hat schon was. Also es ist ja so, wenn du im echten Leben dich wie ein Arschloch verhältst und dich so verhältst und so redest, dann wissen die Leute halt auch, dass du ein Arschloch bist. Es ist halt eine gewisse Konsistenz. Ich glaube, es ist sogar was Cooles, dass Dinge, die du machst im Spiel, auch langfristige Konsequenzen haben. Und dass nicht alles weggewischt wird und dann wir fangen wieder bei Null an. Sondern es hat Konsequenzen. Also, ich finde das super. Ich finde das super. Also zum Beispiel, ich habe Santa 50 Mal getötet und wollte einfach nur Leute verarschen, ne? Einfach mal 50 Santas getötet und so weiter und so fort. Aber jetzt hat das Konsequenzen. Man hat jetzt das, damit zu leben. Und das ist gut. Das ist gut, dass man nicht einfach alles machen kann, sondern mit den Konsequenzen dann irgendwo dann auch rechnen muss und die längere Zeit mit sich trägt. Ja, also es wird auch Konsequenzen geben in Zukunft. Das ist jetzt nur eine Spaßsache mit dem Skefkarma. Es wird Konsequenzen geben, die viel schlimmer sind als das, was wir jetzt haben mit dem Skefkarma. Zum Beispiel Radiation, also Strahlung, Vergiftungen. Es wird Dinge geben, die nicht heilbar sind in Zukunft. Ja, es wird Dinge geben, die dich fertig machen, die echt sind, die dem echten Leben auch entsprechen. Ich meine, überleg dir, du bist im echten Leben krank und hast irgendetwas, was du, eine Krankheit, die nicht heilbar ist. Was willst du machen? Das ist dann, die existiert dann halt und du musst dann einen Weg finden, damit zu leben. Also im Endeffekt ist es so, die Leute, wir haben das Gefühl, dass die Leute zu leichtfertig an die Sache rangehen, dass sie das Spiel zu sehr auf die leichte Schulter nehmen. Also ich möchte einfach nur an dieser Stelle, dass ihr mal drüber nachdenkt oder dass man allgemein drüber nachdenkt, was es damit auf sich hat, mit solchen langfristigen Konsequenzen. Wir haben ja das Spielkonzept, du gehst in einen Raid rein und hast immer das Risiko, alles zu verlieren, außer das, was in deinem Secure-Container ist. Aber stell dir vor, also stell dir vor, es wird halt in Zukunft Bereiche geben, die noch gefährlicher sind als einfach nur ein einfacher Raid, die sozusagen noch High-Risk, hochriskant sind. Und dabei geht es um Vergiftung und um Radiation, also um Strahlung. Und der Spieler muss selber entscheiden, ob er solche Zonen betreten will beispielsweise, in dem Wissen, dass diese Folgen nicht kurierbar sind. Also die werden endgültig sein. Die Folgen, die er trägt, daraus zum Beispiel in ein radioaktives Gebiet zu gehen, diese Dinge werden den PMC lebenlang begleiten. Aber das ist ein interessantes Konzept. Also, wie ist das? Also gut, ich kann mir vorstellen, dass verstrahlte Gebiete dann
High-Loot-Areas sind, macht Sinn, aber was habt ihr vor mit diesen verstrahlten Gebieten? Werden das auch Exits sein? Wird das wichtige Gebiete auch sein, wo man reingehen muss oder was? Wir werden sehen. Also, wir werden das natürlich versuchen, irgendwo so realistisch wie möglich zu halten. Und es ist ja auch so, wenn du nicht so lange in so einem radioaktiven Gebiet warst, dann wirst du auch dich davon erholen. Das ist halt wie im echten Leben auch, dann ist es nicht so schlimm. Can you buy a hazmat suit from Ragman to reduce your chances? But it's like 5 million rubles. Kannst du radioaktiven Schutz kaufen bei Ragman, das ist ein bisschen, dass du besser durch solche Gebiete kommst. Nein, also es wird schon militärische Ausrüstung geben, Gasmaske, es wird schon. Ich glaube, es ist aber noch zu früh, darüber zu diskutieren. Das Design steht, es wird kommen auf jeden Fall. Es ist ein fester Teil des Spiels in Zukunft. Wenn das Spiel kommt, wird es sozusagen auch relativ spontan passieren. Diese Idee wird sozusagen neue Gebiete einführen, die einzigartig sind, hohes Risiko, aber auch hohes Risiko, nicht nur in diesem Runde zu sterben, sondern langfristig Konsequenzen davon zu tragen für den PMC. Das wird auf jeden Fall kommen. Der D2-Ausgang könnte zum Beispiel radioaktiv verseucht sein, auf Reserve. Also unten der Bunker, ne? Zum Beispiel radioaktiv verseucht. Jeder Busch wird radioaktiv verseucht sein. Gute Idee. Jeder Busch. Ich habe nochmal eine Frage zu Weihnachtsmann. Viele haben darüber nachgedacht, ob vielleicht der Weihnachtsmann schon die erste Iteration ist des neuen Händlers. Also der Händler handelt ja mit dem Spieler. Ist das vielleicht schon der erste Test gewesen für den Händler? Nein. Nein. Es hat nichts mit dem neuen, Feature zu tun. Und nein, also die Mechanik des Weihnachtsmann ist keine Mechanik, die wir testen wollten für den Händler. Hat damit nichts zu tun. Ja, weil viele haben ja darüber spekuliert, muss man dem neuen Händler vielleicht Sachen auf den Boden werfen? Also man legt ihm zum Beispiel eine Milch auf den Boden und er gibt dir zum Beispiel einen Cornflakes zurück, dass man so Handel machen kann, ne? Also dieses Feature kommt vielleicht in Bezug auf KI, ja? Aber der Händler wird ein komplett eigenständiger Charakter sein, mit eigenständiger Stimme. Du wirst mit ihm reden können. Es gibt ein Dialogsystem, um mit dem Händler zu kommunizieren. Es ist nicht so, dass es einfach nur so ein Action-RPG-Charakter sein wird, der da rumsteht. Es ist schon ein bisschen komplexer. Wird es sein können, dass er rumrennt? Unter gewissen Umständen, ja. Unter gewissen Umständen. Ja, das mit dem Dialogsystem klingt interessant. Das klingt nach einem coolen System. Ja, also wir werden auch eine Story dazu fügen. Es wird eine eigene Storyline bekommen, der neue Händler. Wird man ihn töten können? Ihr werdet sehen, ob ihr ihn töten könnt. Aber wenn ihr ihn tötet, Leute, meckert bitte nicht über negatives Karma, ne? Ja. Also nochmal mit dem Weihnachtsmann und dem Scav-Karma. Was jetzt nochmal das Scav-Karma angeht und die Reputation. Das Ding ist, sobald du ja einmal momentan dein Scav-Karma verlierst, ist es einfach kommst du nicht mehr raus daraus. Und ist das so, dass... Ist es so, dass du, wenn du jetzt zum Beispiel einen Händler tötest, dass du die Reputation bei diesem Händler auch verlierst? Und gibt es da eine Möglichkeit, deine Reputation wieder hochzubekommen? Also ist es so, in der Questreihe wird es Punkte geben, die wir nennen Points of No Return. Also da gibt es kein Zurück mehr. Wenn man diesen Punkt überschritten hat, geht es nicht mehr zurück. Also was jetzt zum Beispiel Questreihen angeht, dass man nicht mehr zurück kann, dass Entscheidungen endgültig sind. Und dass solche Entscheidungen Dinge eklatant verändern für euch. Also wirklich den Account sozusagen spürbar verändern. Wir versuchen die Story so interessant und so spannend wie möglich zu machen. Und die Story wird jeden Aspekt des Spiels beinhalten. Ihr werdet euren Charakter
Wirklich, also ihr werdet das Spiel mit dieser Story komplett neu kennenlernen und es wird sehr, 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 sehr interessant sein. Diese Story-Quest, wenn sie mal denn dann fertig ist, wird komplett released. Also in einem Zug sozusagen. Zusammen mit vielen neuen Features. Das heißt, das ist eine Sache, die definitiv erst bei Release kommen wird. Ich denke, der Release-Patch wird sehr, sehr viel Neues beinhalten. Vielleicht nicht nur gute Sachen, vielleicht auch ein paar schwierige Sachen, aber wir werden die Sachen bis dahin so weit wie möglich geheim halten. Über welchen Zeitraum reden wir da mit Release? Also wir sind jetzt momentan in einem neuen Zyklus mit Lighthouse. Welche Zeitraume sind das so mit Lighthouse, Erweiterung und der ganze Rest? Ja, also Lighthouse kommt so schnell wie möglich. Das wird nicht eine große Expansion sein, eine große Erweiterung. Es wird der Boss kommen, noch ein paar andere Dinge kommen. Ihr werdet auch ein bisschen mehr Gebiet haben zum Erforschen, ja. Ihr werdet mehr FPS bekommen. Also es wird eine krasse Performance-Verbesserung kommen. Aber momentan ist es so, dass wir 90% des ganzen Systems schon fertig haben. Also im Endeffekt versuchen wir momentan die Expansion fertig zu machen. Und wir fokussieren uns dann wirklich, also jetzt schon, 100% auf Streets of Tarkov. Wir konzentrieren uns momentan auf keine weiteren Expansions mehr. Ein paar Kleinigkeiten vielleicht noch, aber es ist momentan alles eingefroren. Also der Fokus liegt auf Streets und das Wichtigste für uns ist euch, die erste Iteration von Streets of Tarkov zu geben. Also den Einstieg in Streets of Tarkov. Damit wir so schnell wie möglich die weiteren Iterationen hinzufügen können, um euch neue Orte zu geben, neue Maps, dass sozusagen jeden Monat Streets of Tarkov weiter wachsen kann und immer größer wird und größer wird und größer wird. Neue Gebäude, neue Straßenzüge. Es wird dann Stück für Stück immer größer werden. Monat für Monat. Sodass der initiale Start sozusagen der Map immer größer wird. Und wichtig ist deswegen, den Start zu machen, dass wir mit diesem Progress anfangen, können. Ja, das kommt dazu natürlich, kommt das einzigartige Level-Design, das Art-Design, die KI, was ist wo, was machen wir wo, wie interessant, wie sind andere Maps noch spielbar, wenn jetzt Streets of Tarkov kommt. Die Frage ist, warum soll man noch eine andere Map spielen, wenn Streets kommt? Und das ist auch momentan ein Problem, das wir lösen wollen, dass wir versuchen, die anderen Locations immer noch interessant zu halten. Auch wenn Streets großartig sein wird, muss man noch Lust haben, auf die anderen Karten zu gehen. Zum Beispiel auf Woods. Wir sind momentan dabei, auch Woods sozusagen von den Funktionsfähigkeiten und Features ein bisschen anzupassen. Das alles miteinander harmoniert. Das ist auch ganz, ganz wichtig, das Gesamte zu sehen. Also mit den Rogues und die auf Lighthouse gekommen sind, erwarten wir auch eine andere Fraktion in Zukunft, die wie Rogues sein werden auf Streets, das Pendant dazu. Und die Frage ist, werden die genauso sein wie die Rogues auf Lighthouse, die neue Einheiten auf Streets? Ja, ich weiß nicht, wer das Gerücht in die Welt gesetzt hat, dass das die GRU wird. Also es ist überhaupt nicht so, dass es so geplant ist, dass es 100% so geplant ist. Also es ist tatsächlich so, ich möchte das geheim halten. Und wir halten es auch geheim. Also es ist so, Streets of Tarkov wird einfach voller KI sein. Wird voller Scav sein, voller Scav-Bosse sein. Vielleicht noch irgendwas anderes. Hunde. Katzen, ich weiß nicht. Cats bestätigt jetzt? Wir werden sehen. Wir werden sehen, wie weit wir gehen können. Aber es muss halt spielbar bleiben. Das ist der einzige Punkt. Ich habe so ein paar Kommentare gesehen im Chat, dass die Leute sagen, machst du dir Sorgen über die Performance in Streets? Und ich sage, ja, ich mache mir Sorgen um die Performance.
Es ist nicht super easy alles und wenn wir uns jetzt, ja, diese schlechte Performance sehen auf Lighthouse, wie soll ich dann jemals Streets of Tarkov spielen können und blablabla. Es ist so, dass Streets of Tarkov in verschiedene Segmente unterteilt ist. Und wir bauen momentan ein System auf, um diese verschiedenen Segmente unabhängig voneinander sozusagen laufen lassen zu können. Es soll in der, möglich sein, mit jeder Systemkonfiguration, mit allen Features, mit allen Möglichkeiten, die das Spiel bietet, einzelne Segmente von Streets of Tarkov mit 60 FPS spielen zu können. Das ist uns natürlich super wichtig. Und auch mit der hohen Anzahl von KI und Scavs und so weiter und so fort. Auch das, diese Performance, die wir anwenden auf Streets, wird natürlich auch dazu führen, dass andere Gebiete ebenfalls viel, viel besser spielbar werden. Also wir werden eine starke Optimierung sehen, auch auf den anderen Gebieten. Dürfen wir auch nicht vergessen. Also das profitiert natürlich das ganze Spiel von, was wir jetzt momentan Lighthouse und den Streets optimieren. It will give us some kind of performance boost, I hope. Because literally we just talked about it, that we plan to run the ETS with the Unity 2020. Ja, also wir haben jetzt geplant, die nächsten Dinge einzuführen, was jetzt zum Beispiel Unity 2020 angeht. Das ist wieder ein Thema für die Testserver, für die ETS-Server. Unity 2020 ist nicht das, was uns jetzt allen die Lösung bringt, dass plötzlich alle super viele FPS haben, alle Probleme behoben sind. Aber wir werden es auf den ETS-Server testen und gucken, wie viel Impact Unity 2020 haben wird. Irgendwas geplant mit Stream Deck, irgendeine Stream Deck-Interaktion, irgendwas, habt ihr da irgendwas geplant? Nee, also mit Stream Deck, ich möchte meine Seele nicht an den Teufel verkaufen. Da haben wir eigentlich nichts groß geplant. Aber nochmal, wir haben natürlich Ideen und auch viele, sagen wir mal, Ideenkonstrukte, dass Leute sich überlegen, wie wäre es, wenn? Was wäre, wenn wir das und das machen? Viele, viele, viele Ideenfabrik sozusagen. Und ja, man darf nie was ausschließen. Und die Dinge, die kommen werden, der Punkt ist, wir müssen immer nach vorne gehen. Wir können halt, wenn mal Fehler aufgetreten sind, wir können schlecht zurückgehen. Es ist nicht möglich. Und wir versuchen deswegen, den richtigen Weg zu gehen und keine Fehler mehr zu machen oder so wenig wie möglich. Ja, wir hoffen auf genug Zeit, darauf, dass alles gut wird und auf euren Support. Ja, also nicht viele Leute haben jetzt mit Stream Deck jetzt, aber die Idee war halt schon verführerisch irgendwo, dass man über Stream Deck viel machen kann, ne? Aber okay. Just remember that we are, like, we want to have a console version too. Okay, also es ist so, dass wir überlegen, eine Konsolenversion zu machen. Und tatsächlich hatten wir einen Prototypen mit einem Controller. Und ich muss sagen, es ist möglich, einen Controller so zu belegen, dass man AFT spielen kann. Es ist möglich. Muss man auf jeder Kombination machen oder wie soll das funktionieren? Ja, also du musst schon ein Master, du musst schon mit einem Controller spielen können, aber es ist nicht so, dass du jetzt fünffach Belegungen hast und drei Knöpfe, vier Knöpfe gleichzeitig drücken musst, ne? Also es ist schon realistisch spielbar. Es ist realistisch spielbar. Hast du nicht letztens auf dem Controller gespielt für 2 Tage? Ja, ja, ich habe 3 bis 4 Tage gespielt. Controller. Und ich muss euch sagen, es waren lange 3 oder 4 Tage. Also es geht gar nicht mehr ums Aimen oder so. Ja, es gibt ja auch keinen Aim Assist, ne? Also es ist so, wenn du bei EFT nicht hochpräzise bist und dann mit einem Controller spielst, ohne Aim Assist, du wirst halt richtig hart bestraft. Richtig hart bestraft. Ich hätte am liebsten die Leute, die mich erschossen haben, hätte ich am liebsten mit meinem Controller abgeworfen, weil das so frustrierend war mit dem Controller. Ja, also es wird sicher Leute geben, die besser und Leute, die schlechter damit klarkommen. Was ich nicht verstehe, ist jetzt, warum Leute das jetzt momentan machen, als ob EFT nicht hardcore genug ist.
Verstehe ich jetzt nicht, warum sich das Leben ohne dich schwer machen muss. Aber ja, gut, gut. Ja, also was ich gemacht habe, ich habe den Controller benutzt und die Paddles zum Beispiel benutzt zum Lehnen, rechts-links lehnen. Und da fällt mir eine Sache, die Community auch wirklich immer wieder gefragt hat. Entschuldigung an der Stelle, dass ich jetzt das Thema so wechsle. Aber, also zuerst mal, es wurden ja die ganzen Geldkoffer rausgenommen aus dem Marktroom. Granatenkoffer wurden rausgenommen. Also das ist ja erst neulich passiert. Jetzt sind auch Docs-Cases rausgenommen. Wallets haben keinen Inhalt mehr. Ist es etwas, gibt es einen Grund, warum das alles so verändert wurde? Oder wird das vielleicht sogar wiederkommen? Ist da irgendwas geplant? Ja, also wir haben viele Spawns innerhalb von Containern rausgenommen. Damit, das war einfach zu stark. Also tatsächlich ist es so, dass diese Items, die Server zum Erliegen gebracht haben, weil einige Items nicht dafür gedacht waren, in diesen Containern zu liegen. Wir haben uns dafür entschieden, sämtliche Inhalte aus Containern zu entfernen. Wir werden das tatsächlich wieder einfügen, später irgendwann, aber das Wichtigste ist die Stabilität. Und wenn die Stabilität das zulässt, dann werden diese Items wieder Inhalt haben. Also die Pockets und Koffer und so weiter. Also ein bisschen zurück, nochmal auf Lighthouse zu kommen. Wenn ihr jetzt den Zugang eröffnet zu dem Lighthouse-Boss, zu dem Boss, also sind die immer an derselben Stelle? Oder haben die verschiedene Spawns, dass sie an verschiedenen Stellen spawnen werden? Werdet ihr sehen. Ja, ich musste fragen. Leute fragen mich, ich frage dich. Ne? Nee, du wirst es sehen. Also der Sniper-Boss wird den Leuchtturm bewachen. Das ist sein Auftrag. Alle anderen Bosse werden roamen, also frei beweglich sein. Ah, ich bin schon sehr, sehr gespannt, wie das aussehen wird. Fühlt ihr euch wohl? Also glaubt ihr, dass das gut funktionieren wird in der Zukunft? Also ich weiß, ihr wollt jetzt keine Zeiträume geben, wann was kommt. Gar keine Frage, vor allem wenn man dann diese Zeit überschreitet, ne, dann wird es zu krass. Habt ihr das Gefühl, dass wir von einer kurzen Zeit reden, also in naher Zukunft kommen wird? Oder reden wir eher von ein bisschen längeren Zeiten? Also es ist nicht extrem kurz, der Zeitraum, ja. Aber wir reden von der nahen Zukunft, dass das jetzt eingeführt wird. Wir müssen noch ein paar Probleme beheben. Technische Probleme sind noch zu beheben, die wir in Angriff nehmen. Wir müssen noch, was die Features angeht, ein paar Dinge korrigieren, anpassen, beheben. Also da ist noch ein bisschen Feinarbeit nötig. Aber da sind wir ready. Da sind wir fertig. Natürlich muss es alles einheitlich passieren und wir wollen das dann sozusagen auch in einem großen Abgang dann auch erledigen. Also die Lighthouse-Geschichten und alles, was davor kommt, vor Streets, werden viele kleine Patches sein. Das wird immer wieder peu à peu dann kommen. Und der große Patch, der erste große Patch wird dann sein Streets of Tarkov. Das wird dann nochmal ein großer Patch, der nochmal viel, viel beeinflussen wird. Also ihr müsst euch so vorstellen, dass wir nicht auf der Ziellinie sind. Also wir haben noch ein paar große Sachen, die gemacht werden müssen. Ein paar große Örtlichkeiten, ein paar große Locations auf Streets. Also ein paar große Sachen hängen noch aus. Bestehen noch aus. Aber so was die Features angeht und die Mechaniken, der Zyklus, wo wir uns alles in Zukunft vorstellen, das Endgame und so weiter. Also die ganzen Sachen, die sind schon sehr fortgeschritten und im Endeffekt machen wir jetzt schon Vorbereitungen. Das ist alles Vorbereitung für den Release. Also wir sind jetzt schon dabei, sozusagen abschließende Arbeiten zu machen bereits. Die große Herausforderung ist es natürlich, alles harmonisch unter einen Hut zu kriegen, dass alles harmonisch miteinander arbeitet und funktioniert.
that you think is going to catch people off guard that's coming soon? Like, is there a core feature that's yet? Okay, glaubst du oder würdest du sagen, dass in der Zukunft ein Feature kommen wird, wo die Leute vielleicht plötzlich komplett durchdrehen könnten, positiv oder negativ? Also Beispiel Malfunctions, die wir bekommen haben, oder aber auch das Netzsystem, was viele durcheinander gebracht hat und den Spielstil von vielen Leuten verändert hat. Glaubst du, da wird in der Zukunft irgendwas kommen, was wieder so einen großen Impact haben wird auf die Leute, dass der ein oder andere komplett geschockt sein wird, im Positiven wie im Negativen? Ja. Ja. Da werden mehrere Sachen sein. Ja. Also die letzten großen Sachen werden euer Gameplay nochmal verändern. Und die stehen noch aus. Die stehen noch aus. Also sie werden auf jeden Fall das Gameplay verändern. Ich habe noch eine Frage zum VoIP, Voice over IP. Ich habe lange Zeit überlegt, das auszulassen und nicht benutzt, aber mittlerweile merke ich halt, dass es absolut Spaß macht und tolle Sache ist. Ich habe auch das Gefühl, dass momentan mehr Leute Voice benutzen und Leute beleidigen. Also, dass das jetzt langsam mehr wird. Gerade auch, dass Frauen eher beleidigt werden, weibliche Streamer mehr beleidigt werden. Wir haben das Gefühl, dass das jetzt doch mehr wird. Habt ihr da Pläne, da Voice over IP ein bisschen weiter einzuschränken? Dass man vielleicht die Zeit, in der man reden kann, so ein bisschen kürzer macht? Ja, haben wir. Also Voice over IP wird in Zukunft nicht mehr so lange Zeiträume haben. Wir haben Pläne, die Redezeit zu verkürzen, definitiv. Multiple times when we spoke previously. In terms of quality of life features. Punkt für Quality of Life Features, also Sachen, die das Spiel erleichtern. Also, die Idee, etwas sozusagen abzuschließen, nichts mehr zugänglich machen für andere. Items, Container und so weiter. Wird da eine Möglichkeit sein, sowas in Zukunft einzuführen, dass man irgendwas schließt? Ja. Wird kommen. Also Dinge sozusagen wegzuschließen und nicht verfügbar zu machen für andere. Also sowas in dieser Regel, in dieser Art wird kommen. In irgendeiner Art und Weise. We'll try to make it sooner. Can I ask about skills? How you guys are feeling about the balance of skills? That's something that's been coming up a lot in. Es ging um Stash, ne? Dass Container, die im Stash sind, dass man die sozusagen abschließt, dass man sortieren kann und solche Geschichten, ohne dass einige Inhalte dann beeinflusst werden. So was wird auf jeden Fall kommen. Aber kommen wir noch zu was Wichtigerem, zu den Skills. Es ist ja momentan so, dass viele Skills auf Elite doch einen sehr starken Impact haben. Also Elite-Skills sind teilweise sehr, 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 sehr stark. Habt ihr davor, da noch weitere Veränderungen zu machen, das nochmal anzupassen, neu zu machen? Ja. Skills haben momentan einen sehr hohen Impact auf Escape from Tarkov, ja. Ja. Also einige Skills, muss ich zugeben, sind zu stark, zu overpowered. Wir haben einige Dinge schon angepasst, öfters, aber es ist immer noch so, dass einige Sachen zu stark sind. Und es werden definitiv Nerfs kommen in nächster Zeit. Also wir werden in Zukunft einige Dinge stark einschränken. Es werden auch neue Skills kommen. Zum Beispiel Skills für leichte Rüstungen. Es werden Skills kommen für schwere Rüstungen. Es wird sozusagen dem Spieler ermöglichen, Vorteile zu bekommen, einen gewissen Skill zu bekommen für leichte Rüstungen und eine eigene Meta sozusagen entwickeln, für jemanden, der diesen Skill ausbaut, wie für jemanden, der einen anderen Skill ausbaut. Es ist ja so, es gibt ja immer diese Angst vor dem Meta-System. Ich habe immer Angst, wenn wir sowas einführen, solche neuen Skills für Rüstung und so weiter, dass das nicht so benutzt wird, wie wir uns das gedacht haben. Unlawful deeds of meta players
Was wir immer wieder versuchen, ist sozusagen die Meta aus dem Spiel so ein bisschen rauszuziehen, dass alles gleichwertiger ist, dass Leute Fehler sozusagen im System nicht ausnutzen, dass Bugs nicht ausgenutzt werden und so weiter und so fort. Und einige Skills, die halt eingeführt werden, oder das gesamte System ist halt sehr komplex. Und es wird immer wieder so sein, dass man gewisse Dinge ausnutzen kann, um auch eine Art Meta dann zu entwickeln. Das ist okay. Ist okay, wir können da nichts dagegen tun. Es wird so ein ewiger Prozess sozusagen. Aber am Ende des Tages können wir halt an gewissen Stellschrauben ändern, um sowas zu möglichst zu reduzieren. Und wir wissen jetzt schon, dass wenn solche Sachen reduziert werden, dieses Metaverse sozusagen, dass das die Leute unglücklich machen wird und dass sie meckern werden, dass es wieder Shitstorms geben wird. Die Leute werden unter Feuer sein, weil viele leben halt davon sozusagen, solche Sachen auszunutzen, und das wird in Zukunft immer weniger möglich sein. Ja, ich fühle schon, was du sagst. Ich habe das Gefühl, dass ich 700 Raids gebraucht habe, um Stärke auf Maximum Elite zu kriegen. Das ist jetzt nicht so viel. Andere brauchen wiederum tausende Raids und kriegen den Skill nicht los. Also und sagen dann, wie schwer das ist, und andere sagen wiederum, wie leicht das ist. Ich denke, für euch ist es, glaube ich, wichtiger, auf neuen Content zu achten und versuchen, in Zukunft alles zu balancen, als das, was wir momentan haben, zu balancen. Weil daran kann man ja großenteils auch nicht. Ja, es ist sehr, sehr viel. Es ist sehr schwierig. Man tut dem einen was Gutes, dem anderen was Schlechtes. Es ist immer schwierig, solche Skills sozusagen den Mittelweg zu finden. Ja, also es ist so, klar hast du jetzt Elite erreicht, aber es ist halt in der Realität so, wir haben ja die Zahlen, dass nur ein ganz kleiner Anteil an Spielern so weit kommt. Wir reden da von 1% der Spieler, die Maximum die Skills auf Maximum kriegen. Und das ist etwas, was wirklich nur sehr, 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 sehr weniger Leute betrifft. Und wenn jetzt die Leute, die so schnell auf solche Skill-Levels kommen, dass die sich dann, wenn die sich jetzt aufregen, warum komme ich so schnell da hoch, das ist nicht gut und so weiter. Diese so Leute sollten eher mal ein bisschen relaxen, weil die meisten Leute es halt mit Abstand nicht schaffen. Und umgekehrt, die Leute, die sich aufregen, warum der schon Elite ist, während man selber es nicht schafft, der sollte auch relaxen, weil er wiederum anerkennen sollte, dass derjenige, der so schnell so auf Elite gekommen ist, sehr, sehr, sehr viel Zeit investiert hat und entsprechend auch irgendwo seine Belohnung bekommen hat, indem er eben einen Skill auf Elite bekommen hat. Am Ende des Tages ist dieses Belohnungssystem etwas Einzigartiges für den Spieler. Guck mal, der eine hat zum Beispiel Hideout-Management-Skill auf Elite, der nächste hat Stärke auf Elite, der eine hat zum Beispiel in Zukunft, wenn die Story draußen ist, das Spiel zu Ende gespielt haben. Also es werden nicht viele, es wird super schwer sein, das Spiel durchzuspielen. Also es von Tarkov zu entkommen, sozusagen das zu schaffen, wird nicht jeder schaffen. Jeder Spieler hat eine Chance, sozusagen von Tarkov zu escapen, wenn die Person hart dafür arbeitet und hart kämpft. Es wird theoretisch jeder eine Chance haben, aber es wird nicht jeder schaffen, dieses Spiel durchzuspielen. Das ist spielerisch gar nicht möglich. Und das sind so einzigartige Sachen, so dass jeder individuell seine Stärken und Schwächen hat, und wir finden eigentlich, dass es eine gute Sache ist. Oh, der Tensor. Was there anything else? Because you mentioned it in Twitter. That's right. About airdrops. You mentioned us being able to call in our own airdrops, and that got. Wir haben mal über Airdrops gesprochen. Du hast mal erwähnt, dass es eine witzige Idee wäre, Airdrops anzufordern. Ist das wirklich eine realistische Idee? Also wird sowas kommen? Ja, oder spielerbetriebene Events, dass Spieler sozusagen Events einleiten. Ja, wir haben zum Beispiel die Idee gehabt, dass zum Beispiel spezielle Airdrops auch abgeworfen werden können, zum Beispiel Airdrops mit rotem Rauch, Airdrops mit grünem Rauch, dass spezielle Dinge abgeworfen werden können, dass man vielleicht
Oder dass man vielleicht Kisten findet, die super, super schwer sind und die man gar nicht öffnen kann. Und dass man die ins Hideout mit reinschleppen muss, um die da zu öffnen, weil die eben so schwer zu öffnen sind. Summa summarum, also ich persönlich liebe diese Idee von den Airdrops, dass sie nochmal ein bisschen mehr Dynamik reinbringen. Es ist, und es kam auch überraschend, dass sie plötzlich im Spiel waren, von ohne Vorankündigung. Ja, ich fand es auch super, also dass sie so spontan reinkamen. Und das ist halt, diese Airdrops haben ja auch sehr, sehr viel Potenzial für weitere Dinge. Also habt ihr denn noch irgendwas geplant für die Airdrops? Ist da noch irgendwas angedacht? For the Airdrops. Wir haben nichts geplant für die Airdrops. Das war's. Das war's. Nein, nein, Leute, ich kann euch nicht alles sagen. Ich kann euch nicht alles sagen. Es tut mir leid. Ja, wir werden weiterentwickeln, auch die Airdrops. Wir werden die Airdrop-Mechanics weiterentwickeln. Wir werden neue, interessante Sachen einfügen. Und tatsächlich werdet ihr diese Sachen relativ früh schon jetzt bald bekommen und sehen. Ich sag euch nicht was. Genau. Also viele Leute meckern ja auch über das Flugzeug, über den Sound. Also ich persönlich liebe ja, wie laut dieses Flugzeug ist. Ne? Aber es gibt viele Leute, die auch meckern. Also für uns war es die Idee war für uns, dass wir sozusagen den Sound so laut machen, dass er das Kampfgeschehen unterbricht. Dass sozusagen jemand, der fightet, mal kurz innehält, weil er nichts mehr hört, weil er seine Kampfstrategie nicht mehr durchziehen kann, weil er eben zu sehr abgelenkt ist durch dieses Geräusch. Das war die Idee. Deswegen ist es natürlich absichtlich so laut, damit es so eine Art Reset in die Runde einführt, wo die Spieler nochmal kurz einen Schritt zurückgehen, durchatmen können und nach dem Airdrop wieder neu starten können. Ja, also die Idee muss man ja auch dazu sagen von euch, dass man so spezielle Container einführt. Eine Kiste, die zum Beispiel ganz besonderes Item hat. Eine besonders seltene Waffe, eine tolle Waffe. Also richtig coole Sachen. Ist auf jeden Fall etwas, was kommen wird. Und ich persönlich liebe diese Idee. Ich liebe die Idee, Features in das Game hinzuzufügen, die auf eine gewisse Art und Weise unerwartet sind und wo Spieler nicht wissen, was sie erwartet, auch wenn sie irgendwo wissen, wie das Grundprinzip ist. Das ist eine coole Sache. Ich finde sogar, dass es auch für die Entwicklung eines der spannendsten Sachen ist, unerwartete Dinge einzufügen und ja, die Spieler immer wieder neu zu überraschen. Das macht am meisten Spaß und es wird definitiv kommen. Are we going to have the ability to, for example, shut off like alarms or shoot out alarms and stuff like that? Because ich habe mal eine Frage zu den Alarmen und zwar werde ich hier gefragt, ob es die Möglichkeit gibt, in Zukunft vielleicht Alarme zu deaktivieren. Also zum Beispiel, wenn ein Alarm läuft, dass man einen Alarmlautsprecher zerschießen kann, um das zu reduzieren kann, oder den Hebel wieder zurück umzulegen, um den Alarm wieder auszumachen, solche Geschichten. Ist da irgendwas geplant? Also lass mal kurz drüber nachdenken. Stell dir mal vor, man könnte Lautsprecher ausschalten. Zum Beispiel, indem man drauf schießt oder indem man einen Knopf drückt und dann entsprechend den Alarm ausmacht. Wenn das so wäre, wäre sozusagen das Element nicht mehr so, wie wir es haben wollten. Und zwar das Element so aus, dass die ganze Map darauf aufmerksam gemacht wird, dass da etwas passiert. Und deswegen soll sozusagen dieses Element einmal komplett durchgespielt werden in Form des Alarms und erst nach Ablauf der Zeit ausgehen. Also wird nicht kommen, dass man es deaktivieren kann. Wenn wir mal zurückdenken an die Pre-Alpha, ich glaube, es war früher
really exciting like things that change, like the idea of dynamic events, and I know we were speaking. Also sagen wir mal so, die Idee von den dynamischen Events und alles, was so kommen soll, was wir in den Trailern gesehen haben, im Vergleich zu dem, was wir am Anfang hatten, also von der Pre-Alpha aus gesehen, wie sich alles entwickelt hatte, die Tatsache, dass über den Zug jetzt Bosse kommen können und wegfahren können, dass Spieler kommen und gehen, dass Gavs kommen und gehen. Also diese ganzen Dinge, die sozusagen jetzt nicht am Anfang eines Raids passieren, sondern während dem Raid. Also alles, was sozusagen während dem Raid Dynamik reinbringt. Raider, die spawnen und so weiter. Ich habe das Gefühl, dass das insbesondere etwas ist, was das Spiel ausmacht. Veränderungen in einem Raid, die sozusagen nicht planbar sind. Ja, also wir haben auch das Gefühl, dass solche dynamischen Veränderungen das Spiel bereichern. Und wir haben deswegen auch vor, mehr solche Systeme einzuführen. Wir haben vor, in Streets of Tarkov mehr dynamische Exits einzubauen. Wir haben auch vor, mehr, also viel, viel mehr Locations und Events einzubauen in Streets. Das Ganze wird in verschiedene Iterationen kommen. Also wir haben natürlich viele Iterationen geplant, also viele Stufen der Einführung. Und das wird Step-by-Step kommen, das Ganze. Wir überlegen, dass auch das Ganze irgendwo miteinander verknüpft sein könnte. Zum Beispiel, jemand drückt auf Reserve einen Knopf und plötzlich klingelt ein Telefon auf Lighthouse. Und ich mag auch die Idee, und es soll auch 100% kommen, dass man sozusagen Eingangspunkte hat in eine Location, in eine andere Location. Also zum Beispiel, dass man von Streets of Tarkov in die Labore reingehen kann, nach Labs. Also von Map zu Map gehen kann direkt. Das wird 100% kommen. Oder dass man zum Beispiel 100% den Zug-Extract nehmen muss, um damit auf Reserve zu kommen. Das ist dann sozusagen kein Exit in dem Sinne, sondern es ist nur ein Transfer von einer Map zu einer anderen Map. Also kein Exit, sondern Transfer. Das ist sozusagen diese Locations, die wir momentan haben für die Exits. In Zukunft nicht mehr Exits sind, sondern auch Transferstationen. Das ganze System könnte dann zu wiederum neuen Ereignissen führen, neuen interessanten Zusammenhängen führen. Also wir haben dieses Verknüpfen wird viele Probleme mit sich bringen. Da haben wir gar keine Frage, das wird kommen. Also Systeme oder Maps zu verknüpfen, das ist schon eine große Sache, schwierig. Aber das Positive daran, also die Dinge, die wir davon daraus gewinnen können, können großartig sein. Es kann zu einzigartigen Momenten führen und das wird super, wir freuen uns darauf. Also momentan das Map-Design, dass wir Map rein, Map raus, looten, Map rein, Map raus. Also ich finde es spannend, dass wenn ich jetzt in Zukunft Labs spielen möchte, dass ich erst Streets spielen muss. Als Beispiel jetzt, ich muss 2 Stunden lang auf Streets sein und dann auf Labs zu gehen. Wird das so sein? Ja. Ja. Also Labs wird in Zukunft so zum Beispiel nicht mehr betretbar sein über die Spawnkarte. Also du wirst über deine Übersichtskarte nicht mehr in Labs reingehen können. Du musst Streets of Tarkov auswählen oder Factory, um den Zugang zu Labs zu bekommen. Also es wird keinen direkten Zugang mehr geben. Also mit anderen Worten, es wird schwerer für jeden. Weil wenn jeder weiß, dass Factory ein Zugangspunkt ist zu Labs, dann wird natürlich jeder auch diesen Punkt umkämpfen und versuchen, Spieler aufzuhalten, die in die Labore rein wollen. Das heißt, das Ganze führt zu wiederum neuen Dynamiken.
Ist natürlich verständlich, dass alle schlechten Spieler, wie zum Beispiel Cheater, diese schöne Erfahrung, die wir haben bekommen werden, zerstören wollen. Wir müssen das auch im Kopf behalten, was Cheater machen und Hacker und so weiter. Ihr seht, wir sehen... Also wir haben alle diese Idee und werden sie auch umsetzen, aber manchmal ist es einfach, man muss mehr bedenken als einfach nur diese Implementation, um so eine gute Idee nicht komplett zu ruinieren. Es ist ja auch oft so, dass viele Spieler einfach mal nichts drauf geben auf solche Ideen. Das sind ja wirklich interessante Elemente des Spiels. Und viele sagen, oder es gibt immer wieder Leute, denen ist das so egal und die sich dann nicht aufregen darüber. Weil sie zum Beispiel sagen, ich habe am Abend nur 2 Stunden Zeit, mich interessiert das einfach nicht, ich möchte auf Labs gehen und ein bisschen grinden und mein Level kriegen und nicht irgendwie über andere Systeme erst auf Labs gehen. Mich interessieren diese Aspekte des Spiels nicht, diese Ideen nicht. Also es ist so, wenn wir jetzt nochmal einen Schritt weiter gehen, dann gibt es noch einen anderen Part auf Spielern. Und da reden jetzt nicht unbedingt von Cheatern, sondern von Leuten, die halt wirklich so Hardcore-Grinder sind. Und diese Leute, die grinden wollen, die wollen halt alles sehr, sehr schnell machen. Schnell looten, schnell leveln und so wenig Zeit wie möglich im Spiel verbringen, im eigentlichen Spiel. Das ist halt eine Art von Spielern, die wir auch im Spiel haben, die auch Teil der Community sind, leider. Wir müssen uns halt immer vor Augen führen, dass es halt nur ein Teil der Spielerschaft ist und dass man halt dieses diese Leute versuchen sozusagen immer ein System zu finden, wie sie Dinge besonders leicht machen können, wie sie systematisch Dinge technisch erklären können, um es auszunutzen. Und dieses Fehlen an Strategie, dass man sich überlegen muss, welche Strategie ich anwende, und stattdessen, wie ist sozusagen das Spiel programmiert und das ausnutze, das ist etwas, was wir aus dem Spiel raushaben wollen. Und deswegen wird sowas, dass zum Beispiel jemand einen Labs-Eingang abcampen wird, auf Factory oder auf Streets, werden wir natürlich mit gewissen Mitteln verhindern. Langfristig wollen wir, dass Labs ein besonderer Ort sein wird. Sozusagen die Reise, wenn man so ein Labs-Raid machen möchte, wird in Zukunft eine lange Reise sein. Man muss auf einer Map spawnen, die überleben, von da aus nach Labs gehen, überleben, von da aus wieder auf der anderen Map sein, überleben und ist erst dann draußen. Das ist eine lange Reise und eine sehr aufregende Reise. Zum Beispiel Interchange und Customs ist zum Beispiel verknüpft. Das wird insgesamt zu viel längeren Raids führen, zu viel längeren Möglichkeiten. Und das ist aber auch wichtig, weil es ein Hauptbestandteil der Geschichte sein wird in Zukunft. Also die ganze Storyline und die Storyquests wird davon profitieren. Und es ist auch wichtig für das Spiel, wie es in der Zukunft aufgebaut ist. Man wird in Zukunft also auch irgendwo entscheiden können. Macht man besonders lange Raids, verknüpft Maps miteinander oder spielt man kurze Raids, man wird diese Freiheiten haben. The only way to really, like, on a game design point to counter that is to have a wider entry and exit points, but I'm guessing you're wanting to focus on when it comes to, ich denke, um so Exit-Camper zu bekämpfen, muss man halt diese Exits größer und weiter machen und verteilen, ne? Oder zufällig machen. Aber wenn jetzt ein Exit-Point an einer einzigen definierten Stelle ist und immer offen ist, dann ist es natürlich viel leichter für Camper, sowas abzukämpfen, ne? Also je dynamischer und flexibler man das hält, desto schwieriger wird es für Camper. Na, wir haben schon einige andere Vorstellungen, wie wir das Ganze angehen. Also es wird Eingänge und Ausgänge geben. Und diese Ein- und Ausgänge sind sozusagen komplett zufällig. Also zum Beispiel, wenn du aus Labs rausgehst,
wirst du irgendwo sozusagen auf Streets of Tarkov rauskommen. Nicht immer derselbe Punkt. Du wirst sozusagen zufällig irgendwo hingeschickt. Und natürlich können wir parametrisch dann auch checken, ob an diesem Exit Point gerade jemand campt. Und dann werden wir diesen Exit, diesen Spieler nicht auf diesem Exit rauslassen. Also am Ende des Tages ist es natürlich so, natürlich 100% werden Leute campen. Es wird so sein, dass ein Exit vom Spieler gecampt wird. Aber auch da muss man irgendwo sehen, ja, auch im Real Life, auch im echten Leben werden solche Exits gecampt. Das ist irgendwo Teil des Systems. More experienced players. And again, it all sounds so real and interesting, actually, if everybody like will play it as intended. But still, a lot of players. Also es ist so, wenn die Leute sich einigen würden, das Spiel so zu spielen, wie es gedacht ist, ne? Da hätten wir natürlich ein viel leichteres Leben. Aber wir müssen halt immer so Sachen in Betracht ziehen, dass eben Leute das Ganze ausnutzen. Wenn wir jetzt diese ganzen Geschichten hören von verknüpften Maps und dass alles länger wird, wird es dann noch dann die Zeitlimits geben? Oder werden die verlängert? Oder wie ist denn das mit den Zeiten? Ich weiß es nicht. Also für den freien Roam-Modus wird es keine Zeiten mehr geben, das ist sicher. Aber für einzelne Raids wird es auf jeden Fall Raid-Timer geben weiterhin. Ne? With the dev team and everything, do you have a kind of timescale in the back, because you do work to timescales and we don't have a set roadmap in terms of. Also es ist ja so, ihr habt ja auch so eine gewisse Idee, so ein Zukunft, wie es in der Zukunft, was wann wo released werden soll. Ihr habt ja so eine Zeitlinie, wann was kommt. Habt ihr so eine Idee, wann ihr den Release anpeilt, so ungefähr? Ich weiß, es ist eine schwierige Frage, aber so ungefähr? Ich kann leider nichts dazu sagen. Es geht nicht darum, dass ich nichts spoilern will. Es ist eher so. Metaphysical state. It's like. I don't want to spoil it and break. Ich möchte nicht, wie soll ich sagen? Es ist so momentan so ein bisschen ein magischer Status. Wir erzählen nicht, was passiert, und es passiert. Es passiert. Und das ist etwas, was man nicht steuern kann momentan. Und ja. Ich möchte es gerne so belassen, dass es sozusagen ein bisschen was Besonderes bleibt, ein magischer Moment. Ja, also ihr habt ja ganz klar im Kopf, wie es laufen soll und was in Zukunft wie passieren soll. Klar. Ja, natürlich, wir haben Zeitlinien, wir haben Pläne, wir planen, was wie passieren soll. Zumindest für das nächste Halbjahr haben wir sehr detaillierte Pläne, was wann wie kommen soll. Also die nächsten 6 Monate, wir haben jede Woche durchgeplant, momentan sogar. Wir haben auch vom Team her und die ganzen Teamplanungen, also in der Firma mit Mitarbeitern und was wann wie kommen soll, ist sehr, sehr genau schon durchgeplant, tatsächlich. Also sozusagen das, was kommen soll, wird kommen und wir werden das durchziehen, gar keine Frage. Am Ende des Tages ist es halt wirklich nur eine Frage der Zeit. Aber es wird auf jeden Fall kommen. Wir haben jetzt natürlich Daten und alles und Zeitpunkte, wann was hier passieren soll. Aber es ist jedes Mal so, dass irgendwas passiert. Irgendwas passiert immer. Und Daten müssen verschoben werden, teilweise sogar mehrere Monate. Deswegen, lieber nicht drüber sprechen. Wir wissen nie, was passiert. Außerdem, Leute gewöhnen sich auch sehr schnell an solche Zeiten, wenn sie mal davon hören. Es ist ja auch momentan so, wenn jemand ein Datum veröffentlicht, das Datum bedeutet gar nichts. Es wird verschoben. Sie sagen einfach nur, okay, wir veröffentlichen nicht. Und dann, es ist halt in der Industrie momentan so ein Standard, dass Termine nicht eingehalten werden. Wir möchten das gar nicht erst so anfangen. Wir möchten gar nicht Sachen verschieben und verzögern, wenn Leute sich darauf einstellen, dass dann und dann etwas passiert und Urlaub nehmen oder sonst was. Wir möchten gar nicht erst so weit gehen. Wir möchten gerne es so halten, wie wir es bis jetzt gehalten haben und das jetzt durchziehen, so gut wie wir können.
you know, with a date set and would say, you know, 31st of December on such and such year, it's full release, and you could wash your hands of the game and you could walk away and never touch it again. But, you know, we kind of commend you in a way for the way you've gone about it, although it's been a long process so far. Ja, es war jetzt ein langer Entwicklungsschritt und wir verstehen schon, dass du jetzt nicht sagen kannst, ja, an dem und dem Tag geht's los und dann geht's los und es ist nicht spielbar und komplett kaputt, weil ihr auf Krampf diesen Termin einhalten müsstet, ne? Ja, klar, also es ist so, dass wir da flexibel bleiben müssen und es ist auch so, dass ja auch sehr viel noch im Hintergrund ist an Erweiterungen, an DLCs, an Sachen, die ja noch zusätzlich kommen, langfristig. Also Escape from Tarkov wird ein langfristiges Spiel sein, was lange Zeit supportet wird. Also wir haben kein anderes Spiel wie EFT. Es gibt kein anderes Spiel. Und was wir machen können, ist, wenn Escape from Tarkov auch released ist, dass wir es daran, alles dran setzen, dass es immer besser und besser wird. EFT ist etwas, was wir sozusagen aufgebaut haben, was wir erreicht haben, was wir geschafft haben. Wir sind in diese Nische reingegangen. Und ja, wir versuchen so lange hier zu bleiben, wie wir können. Also das, ich glaube, ich kann für alle sprechen. Bei mir ist es so, ich mache ein anderes Spiel auf und ich fühle, ich habe das Gefühl, ich verschwende meine Zeit. Ich möchte meine Daily Quest machen. In der Zeit, wo ich ein anderes Spiel spiele, denke ich, ja, derzeit könnte ich jetzt meine Daily Quest oder Weekly machen. Ich habe das Gefühl mittlerweile, dass jedes andere Spiel Zeitverschwendung ist, wenn ich kein Escape from Tarkov spiele. Ja, mir geht's ähnlich. Es ist komplett verrückt. Man hat schon einen gewissen Bezug dazu bekommen. Ja, so wir sind sehr, sehr froh, dass du Zeit gefunden hast hier für uns in dieser engen Zeit. Wir wissen, dein Zeitplan ist sehr, sehr eng gehalten und dass du kaum Zeit hast für irgendwas. Also, wir haben auch die meisten Punkte abgesprochen, aber eine Sache wäre vielleicht jetzt noch das DLSS. Weißt du da schon so ganz kurz gesagt, ob da schon was geplant ist oder was da kommt? Wrap up and we'll leave Nikita to it again. Appreciate you taking the time. I know. Oh nee, dass es halt gut wird, so rum, und dass wir uns freuen, dass es kommt. Sagt er okay. A lot of people asking about the auction house actually. Auction, we haven't really heard much about how it's going to work. I don't know if you have any info. Auction house, maybe it will not be in the game. Okay. Because auction house was like just the point of like, oh, it will be cool to have an auction house, and right now it's. Also es geht nochmal kurz ums Auktionshaus. Also zeitlang haben Leute gedacht, dass es sehr, sehr geil ist, ein Auktionshaus zu bekommen. Also wo Leute... Momentan ist es so, dass sehr, sehr viele Operationen jede Minute stattfinden. Sachen werden verkauft, gekauft, Sachen werden verloren, eingekauft, eingestellt. Wir haben momentan. Achso, okay, nee, also ein Auktionshaus in dem Sinne, dass man sozusagen Sachen versteigert und einzigartige Items nochmal in einem separaten Auktionshaus reinstellen können. Das gab wohl mal die Idee, dass sowas kommen sollte. Momentan ist es nicht geplant, dass so etwas kommt, aber. Es ist geplant, dass einzigartige Items kommen werden, einzigartige Waffen, unique Sachen, also die wirklich einzigartig sind, werden ihren Weg ins Spiel finden. Das wird kommen. Aber so ein klassisches Auktionshaus, wo man nochmal Versteigerungen macht und sowas, ist erstmal nicht geplant. Hey Michi. DLSS war komisch gerade. Freuen sich, dass es kommt und hoffen, dass es gut wird. Und das alles ja, so kommt, wie die Leute sich das wünschen. Aber war jetzt keine Frage bezogen auf DLSS. Was wir noch vorstellen können, ist, dass noch, also werden ja weitere Skills kommen. Und dass man zum Beispiel einen Skill bekommt, der sozusagen erweiterte Waffenmodifikationen heißt. Und dass man über diesen Skill versucht, spezielle Waffen halt nochmal weiter zu modden, die man sonst nicht modden könnte. Some stuff's been covered already though. They can't hear me right now.
once more again. But with the new AK, it was actually a new AK. It was a Rifle Dynamics AK. And we decided with this specific AK, we will make the platform that you'll be able to change it more. Like the military issued AK, Russian AK. Like, we will see. We will see. Let's see. Any other questions? I saw questions about the LSS and, and everything. Ja, doch nochmal, um das, auf das Thema DLSS zurückzugehen. Also DLSS ist bereit. DLSS ist fertig. Es wird bald im Spiel implementiert werden. Es ist jetzt nichts Magisches oder so. Es wird euch einen FPS-Boost geben für 2K und 4K-Systeme. Also WQHD und Ultra-HD sozusagen. Wenn ihr die entsprechende Grafikkarten habt, werdet ihr einen FPS-Boost bekommen. Und zwar ganz deutlich. Ganz deutlich. Dasselbe gibt es für AMD. Es gibt die Technologie, da sind wir aber noch nicht so weit. Also da sind wir noch dabei, sozusagen den Weg zu finden. Aber DLSS wird auf jeden Fall kommen, als erstes. Und zwar relativ kurzfristig. Und das AMD-System, FSR oder so, das FSR-System, das wird später kommen. Eine Frage zu Arena. Wie geht's Arena? Es geht voran mit Arena. Es geht voran. Nicht kurzzeitig, aber bald. Ich hoffe, dass wir euch Informationen geben können. Vor Neujahr. Ich kann leider noch nicht so viel zu Arena sagen, weil Arena ist wird ein wichtiger Bestandteil des Spiels werden. Wird neue Aufgaben uns in den Weg stellen. Serverstrukturen müssen überarbeitet werden. Wir brauchen ein komplett neues Lobby-System für das Spiel. Wir brauchen ein neues Matchmaking-System für das Spiel. Wir brauchen eine Verknüpfung zwischen Arena und EFT. Das wird eine große Sache. Glaubst du, dass mit Arena Leute kommen werden, die Arena spielen, die noch nie EFT gespielt haben, weil sie Bock haben auf kurzfristige Spiele in Arena? Ja, glaube ich, weil du hast die Möglichkeit, Arena als eigenständiges Spiel zu kaufen, ohne das Hauptspiel zu spielen, wenn du keine Lust hast, die ganzen Dinge sozusagen zu nutzen, die du in Escape Room Tarkov nutzen kannst, die ganzen Features, die Details in Arena. Du hast die Möglichkeit, die Spiele zu verknüpfen und deinen Charakter zu benutzen und auch Belohnungen zu kriegen, aber du musst das nicht machen. Also Arena wird definitiv neue Spieler bringen. Definitiv. Neue Spieler, die sozusagen die Möglichkeit haben werden, in Zukunft ein leichtes Spiel zu haben. Die sich nicht so sehr reinarbeiten müssen. Die nicht unbedingt ihren Charakter leveln müssen über lange Zeiträume. Die nicht so Angst haben müssen, Gear zu verlieren. Die nicht so viel unendlich viel Erfahrung sammeln müssen und Wissen, um das Spiel zu spielen. Es wird also für viele Leute sehr, sehr interessant werden, Arena zu spielen. Für neue Spieler. Für die Leute ist es kostenlos oder kostet was? Wird kostenlos sein. Also Arena wird für EOD-Leute kostenlos sein. Alle anderen müssen das Spiel kaufen als eigenständiges Arena-Spiel. Es wird aber nicht so teuer sein. Also es wird so in der Preisklasse sein wie ein DLC. Die EFT Arena. Oh, looks like we... Yep. Yeah. Well, thank you. We've covered everything. Yeah, covered all bases. Ja, Leute, wir haben eigentlich alles besprochen, oder? Die wichtigsten Sachen, die wir alle auf dem Schirm hatten. Nikita, nochmal vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Wir wissen, du hast jetzt auch viel zu tun. Dankeschön, dass du die Zeit genommen hast hier. Wahnsinn. Ich möchte noch gerne was sagen. Also, Ich glaube, ich muss noch was sagen hier zu dem Podcast selbst. Wir hatten ja noch einen Podcast geplant, aber aufgrund der Covid-Situation haben wir es nicht hinbekommen. Aber jetzt nächste Woche oder übernächste Woche
werden wir einen Tag auf TV-Podcast abhalten und euch neue Sachen zeigen. All we want to see is the Merca dying to scavs. That's all we want to see, honestly. We can watch that all day long. Wir wollen Damirka sehen, wie er AFT spielt. Das wird uns mega, mega freuen. Wir freuen uns auf Starkov TV. Wir freuen uns auf eure Saft, also auf den Wodka, auf den Orangensaft, den ihr trinken werdet. Großartig, wir freuen uns auf den Starkov TV. Vielen Dank an die ganzen Caster und alle, die hier übersetzt haben, an die Leute, die hier mitgemacht haben, die ganzen Teilnehmer, Sigma, Gangs. Denn vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Vielleicht Dan nochmal, wo können die Leute dich finden? Dienstag bis Donnerstag, 5 Tage die Woche, 8 Stunden die Tage jeden Tag. Twitch.tv/DanExert. Kommt gerne vorbei. Auch wenn irgendwas ist, was ihr weitergeben möchtet an Nikita und den Entwickler, haut's gerne jederzeit raus. Wir sind dafür da als Emissäre, um die Informationen zu sammeln und an die Entwickler weiterzugeben. Also scheut euch nicht, uns Fragen zu stellen oder Dinge mitzugeben, die wir weiterleiten können. Ja, für mich auch. Jeden Tag. Simpel und einfach. Und Sigma? Was ist los mit Evasion? Läuft gut? Du weißt, dass mein Zeitplan so überfüllt ist. Ja, wir haben tatsächlich Großankündigung. In den nächsten 3 bis 4 Wochen werden große Sachen kommen. Wir haben Season 6, die nochmal neue Ideen beinhalten wird für die Escape from Tarkov Season Nummer 6. Da wird einiges passieren. Da werden einige große Sachen passieren. Evasion-GG oder halt twitch.tv/Sigma. Ihr seid herzlich willkommen, dazu zu kommen. Ja, nochmal Nikita. Folgt ihm auf Instagram und auf Twitter. In dem Sinne, vielen, vielen Dank. Macht's gut, Leute. Ciao, 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 ciao. Oh. GGs. Hat Spaß gemacht.